Der Großinquisitor ... Anmerkung zur Transkription, Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden ohne Änderungen übernommen. F.M. Dostojewski, Der Großinquisitor, übertragen von Rudolf Kasner im Inselverlag zu Leipzig. In seiner unermesslichen Barmherzigkeit zeigt er sich noch einmal den Menschen in derselben Gestalt, in welcher er vor 15 Jahrhunderten 3 Jahre lang unter ihnen gewandelt ist. Er lässt sich herab auf die brennenden Plätze der südlichen Stadt, in der noch am Vorabend in Gegenwart des Königs, des gesamten Hofstaates, der Ritterschaft, der Kardinäle und entzückender Frauen vor der ganzen Einwohnerschaft Sevillas durch den Kardinal Großinquisitor nicht weniger als ein volles 100 Ketzer auf einmal ad majorem Dii gloriam verbrannt worden war. Leise und unauffällig erscheint er unter den Menschen, und siehe, es erkennen ihn alle. Das Volk drängt sich an ihn heran mit unbezwinglicher Gewalt. Es umgibt ihn, wächst um ihn und folgt ihm. Schweigend schreitet er unter ihnen, mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitleids auf den Lippen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen des Lichtes, der Erleuchtung und Kraft strömen aus seinen Augen und gießen sich über die Menge und wecken die Herzen der Menschen. Er streckt ihnen seine Hand entgegen und segnet sie, und aus der Berührung mit seinem Körper, ja schon aus seinem Gewande fließt heilende Kraft. Ein Kreis, der seit der Kindheit blind war, ruft aus der Schar: Herr, heile mich, damit ich dich erkenne. Und siehe, von seinen Augen fällt es wie Schuppen, und der Blinde sieht. In den Augen der Menschen sind Tränen, das Volk küsst die Erde, über die er hinwandelt, die Kinder werfen Blumen vor seine Schritte, singen Lieder und rufen Hosianna. Er ist es, er, wiederholen alle, er muss es sein und kein anderer. So kommt er vor das Tor der Kathedrale, wo Menschen unter Heulen und Wehklagen einen weißen offenen Kindersarg tragen, darin ein 7-jähriges Mädchen liegt, die einzige Tochter eines angesehenen Bürgers der Stadt. Das tote Kind liegt da, ganz in Blumen gebettet. Er wird dein Kind auferwecken vom Tode, rufen Stimmen der weinenden Mutter zu. Aus der Kathedrale tritt dem Sarg ein Priester entgegen, er vermag nicht gleich zu fassen, was hier geschieht, und runzelt die Stirne. Da hört er ein Aufschluchzen, es ist die Mutter des toten Mädchens. Sie wirft sich zu seinen Füßen nieder und hebt ihre Hand zu ihm auf und ruft aus: Wenn du es bist, dann wecke mein Kind vom Tode auf. Die Prozession bleibt stehen, der Sarg wird vor ihm auf den Boden gelassen. Er sieht auf ihn hernieder voll Rührung, und sein Mund spricht noch einmal: Talitha kumi. Und das Mädchen erhebt sich im Sarg, setzt sich auf und blickt im Kreise um sich mit erstaunten offenen Augen. In den Händen hält es das Sträußlein weißer Rosen, mit dem es im Sarg gelegen hat. Das Volk ist bewegt, Stimmen, Schreie, Schluchzen. In diesem Augenblicke geht an der Kathedrale über den Platz der Kardinal vorbei, der Großinquisitor, ein Greis von bald 90 Jahren, hoch und aufrecht, mit vertrocknetem Gesicht und teilfliegenden Augen, in welchen noch verborgen das Feuer glüht. Heute ist er nicht in den Prunkgewändern, in denen er sich gestern dem Volke gezeigt hatte, da er die Feinde des römischen Glaubens verbrannte, nein, heute trägt er die alte grobe Mönchskutte. Ihm folgen in gemessener Entfernung seine düsteren Gehilfen und Knechte, die heiligen Wächter. Er bleibt vor der Menge stehen und sieht zu, was geschieht. Er hat alles gesehen, er hat gesehen, wie sie den Sarg vor ihn hingestellt haben, er hat gesehen, wie sich das Mädchen im Sarg erhoben hat, und über sein Gesicht legt sich ein dunkler Schatten. Er zieht seine dichten, grauen Brauen zusammen, und sein Blick leuchtet auf in Bosheit. Indem er auf ihn mit dem Finger weist,
heißt er, die Wächter ihn ergreifen. Und so groß ist seine Gewalt, und so gehorsam und ergeben ist ihm das Volk, dass die Menge den Wächtern Platz macht und diese unter aller tiefem plötzlichem Schweigen Hand an ihn legen und ihn fortführen. Die Volksmenge ist wie ein Mann, und die Köpfe neigen sich vor dem greisen Inquisitor zu Boden, er segnet schweigend die Menschen und setzt seinen Weg fort. Die Wache hat inzwischen den Gefangenen in ein enges, dunkles, gewölbtes Verlies im alten Gebäude des Heiligen Tribunals geführt und hinter ihm die Tür geschlossen. Der Tag vergeht, die Nacht bricht herein, die dunkle, glühende, atemlose Nacht Sevillas. Die Luft ist voll vom Duft des Lorbeers und der Zitronenblüte. Um Mitternacht öffnet sich das eiserne Tor des Gefängnisses, und der Großinquisitor tritt leisen Schrittes herein, in der Hand hält er ein Licht. Er ist allein, hinter ihm schließt sich das Tor. Er bleibt am Eingange stehen und sieht ihm lange, 1 bis 2 Minuten lang, ins Gesicht. Dann tritt er näher heran, stellt den Leuchter auf den Tisch und spricht zu ihm: Bist du es? Da er keine Antwort erhält, fügt er schnell hinzu: Antworte nicht, schweige. Was kannst du auch sagen? Ich weiß sehr gut, was du sagen willst, doch du hast kein Recht, auch nur ein Wort zu dem hinzuzufügen, was einst von dir selber gesagt worden ist. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn dazu bist du gekommen, du weißt es selber. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist, ich will auch nicht wissen, ob du es wirklich bist oder ob du nur seine Gestalt angenommen hast, aber morgen werde ich dich richten und verurteilen und dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen als den gefährlichsten aller Ketzer, und dasselbe Volk, das heute dir die Füße geküsst hat, wird sich morgen auf einen Wink von meiner Hand hin zum Scheiterhaufen stürzen, um dort die Kohlen zu schüren, weißt du das? Es ist möglich, dass du es weißt, fügte er hinzu, ohne auch nur eine Sekunde den Blick von dem Gefangenen zu lassen. Ich verstehe nicht, Iwan, was das heißen soll, unterbrach ihn lächelnd Aljoscha, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte. Ist das Ganze nur die uferlose Fantasie oder eine Verwirrung im Kopfe des Kreises, ein unmögliches Quiproquo? Nimm das Letzte an, lachte Iwan, wenn dich der zeitgenössische Realismus schon so verdorben hat, dass du etwas Fantastisches nicht mehr vertragen kannst. Wenn es ein Quiproquo sein soll, meinetwegen. Es ist wahr, der Kreis zählt 90 Jahre und hat somit Zeit gehabt, den Verstand zu verlieren über seiner Idee, zudem konnte ihn der Gefangene auch durch sein Äußeres aus der Fassung bringen. Vielleicht aber ist es nur der Wahn, das Fiebergesicht eines 90-jährigen Kreises vor dem Tode, das Gehirn hat sich vom Autodafe der 100 verbrannten Ketzer erhitzt. Ist es aber nicht ganz gleichgültig, was es ist, ob ein Quiproquo oder eine uferlose Fantasie. Es handelt sich hier doch nur darum, dass der Kreis sich ausspricht, dass er endlich einmal nach 90 Jahren davon laut redet, worüber er 90 Jahre lang geschwiegen hat. Und der Gefangene schweigt, er sieht ihn an und sagt kein Wort. Unbedingt, auf alle Fälle, lachte Iwan. Der Kreis hat ihn doch selber darauf aufmerksam gemacht, dass er gar nicht einmal das Recht habe, etwas zu dem hinzuzufügen, was von ihm schon gesagt worden ist. Wenn du willst, kannst du darin den Grundzug des römischen Katholizismus erblicken, nach meiner Meinung wenigstens, alles wurde von dir einst dem Papste übergeben und alles ist jetzt beim Papst, tue du uns nur den einen Gefallen, nicht wieder zukommen und uns zu stören in der Zeit. In diesem Sinne reden sie nicht nur, sondern schreiben sie auch, die Jesuiten wenigstens.
Ich selbst habe es so bei ihren Gelehrten gelesen. Hast du das Recht, auch nur ein einziges von den Geheimnissen jener Welt aufzudecken, aus der du zu uns her niedergestiegen bist? Fragt ihn mein Kreis, und er selber gibt sich die Antwort: Nein, du hast nicht das Recht, denn sonst müsstest du etwas zu dem noch hinzufügen, was von dir gesagt worden war, und den Menschen die Freiheit nehmen, für die du einst, da du auf Erden warst, mit solcher Überzeugung eingetreten bist. Alles, was du von Neuem verkünden könntest, würde somit einen Eingriff in die Glaubensfreiheit der Menschen bedeuten, denn es würde uns wie ein Wunder vorkommen, aber die Freiheit des Glaubens galt dir damals mehr als jedes andere Gut, damals, vor 1500 Jahren. Kam das Wort nicht immer wieder aus deinem Munde: Ich will euch frei machen? Nun, jetzt hast du sie gesehen, die freien Menschen. Ja, das Werk hat uns viel gekostet, fügte er gleich hinzu, indem er ihn streng anblickt, aber wir haben es zu Ende geführt, endlich, in deinem Namen. 15 Jahrhunderte lang haben wir uns mit dieser Freiheit geplagt, aber jetzt sind wir damit fertig, fertig für alle Zeiten. Glaubst du nicht, dass wir damit fertig geworden sind für alle Zeiten? Du siehst mich mit deinen sanften Augen an und würdigst mich nicht einmal deines Sohns. So wisse, jetzt, gerade heute sind die Menschen mehr denn je davon überzeugt, sie wären frei, ganz frei, frei wie nie die Menschheit vor ihnen. In Wahrheit aber haben sie selber uns ihre Freiheit gebracht und demütig uns vor die Füße gelegt. Das war unser Werk. War es diese Freiheit, die du wünschest? Ich verstehe wiederum nicht, unterbrach ihn Aljoscha, er ironisiert ihn und macht sich über ihn lustig. Nicht im geringsten, er rechnet es sich und den Seinen durchaus als Verdienst an, dass sie endlich die Freiheit niedergerungen haben, und nur darum, um die Menschen glücklich zu machen, denn jetzt erst ist es möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ist zum Empörer geschaffen, können Empörer glücklich sein? Du wurdest gewarnt, fährt der Kreis zu ihm fort, es fehlte dir nicht an Mahnungen und Zeichen, aber du achtetest nicht darauf. Du kehrtest dich ab von dem einzigen Wege, auf dem das Heil der Menschen lag, aber zum Glück hast du uns dein Werk überlassen, da du von uns schiederst. Du hast es uns versprochen, du hast es mit deinen eigenen Worten bekräftigt, du hast uns das Recht gegeben zu binden und zu lösen, darum darf dir jetzt auch nicht einmal der Gedanke kommen, uns dieses Recht zu nehmen. Warum willst du uns also stören? Was heißt das, es hat dir nicht an Mahnungen und Zeichen gefehlt? Fragte Aljoscha. Gerade darüber musste sich der Kreis aussprechen, denn darauf kommt alles an. Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, fuhr der Kreis fort, der große Geist redete zu dir in der Wüste, und uns ist in den Büchern überliefert, dass er dich dort versuchte. Ist das so richtig? Ist irgendwo, frage ich, mehr Wahrheit enthalten als in den drei Fragen, die er dir stellte und die du verwarfst und die in den heiligen Büchern deine Versuchung genannt werden? Wenn jemals auf Erden ein vollkommenes, ein wirkliches, ein die Erde in ihren Grundfesten erschütterndes Wunder geschehen ist, so ward es an jenem Tage, am Tage der drei Versuchungen. Und nur darin, dass diese Fragen gestellt worden sind, liegt das Wunder. Denken wir uns, diese drei Fragen des furchtbaren Geistes wären ohne eine Spur aus den heiligen Büchern verschwunden und müssten wieder dort eingesetzt, von neuem ausgedacht und verfasst werden, damit sie wieder in den Büchern wären, denken wir uns, alle Weisen der Erde, die Rechtsgelehrten, die Theologen, die Philosophen und die Dichter würden zusammengerufen,
und Ihnen sollte die Aufgabe gestellt werden, Sinnert drei Fragen aus, welche nicht nur der ungeheuren Tatsache eines versuchten Gottes entsprechen, sondern außerdem in drei Worten, in drei menschlichen Sätzen die ganze zukünftige Geschichte der Erde und der Menschheit enthalten. Glaubst du wirklich, die ganze vereinigte Gelehrsamkeit der Erde vermöchte etwas zu ersinnen, was an Kraft und Tiefe sich jenen drei Fragen vergleichen ließe, die dir damals in der Wüste von dem mächtigen und klugen Geiste gestellt worden sind? Schon daran, dass sie überhaupt gestellt wurden, erkennst du, dass du es hier nicht mit einem menschlichen, fließenden, sondern mit dem ewigen, dauernden Geiste zu tun hast, denn in diesen drei Fragen liegt wie im Schoße die ganze weitere Geschichte der Menschheit, die Zukunft ist darin vorausgesagt, und in drei Bildern vermagst du alle unlösbaren Widersprüche der menschlichen Natur zu erkennen. Damals konnte es noch nicht offenbar sein, denn die Zukunft lag noch verborgen, aber heute, nach 15 Jahrhunderten, ist es ersichtlich, dass in den drei Fragen alles also recht geraten und vorausgesagt ward und sich bewahrheitet hatte, so dass wir weder etwas hinzuzufügen noch wegzunehmen haben. Entscheide selber, wer damals recht hatte, du oder der dich fragte. Erinnere dich der ersten Frage. Sie lautete nicht buchstäblich, doch wohl dem Geiste nach also, du willst unter die Menschen treten und gehst zu ihnen mit leeren Händen, du gehst zu ihnen mit einem Versprechen von einer Freiheit, die sie in ihrer Einfalt und angeborenen Stumpfheit nicht zu fassen vermögen, ja, vor der sie Furcht haben, denn es hat niemals für den einzelnen Menschen sowohl wie für das ganze Menschengeschlecht etwas gegeben, dass diese weniger zu ertragen fähig waren als eben die Freiheit. Sieh die Steine zu deinen Füßen ringsum in der nackten und glühenden Wüste, verwandle sie in Brot, und die Menschheit wird dir folgen wie dem Hirten die Herde, dankbar und gehorsam, wenn auch ewig davor zitternd, du könntest deine Hand von ihr nehmen und ihr dein Brot entziehen. Aber du wolltest den Menschen nicht der Freiheit berauben, und darum verwarfst du, was dir geboten worden war. Denn wo ist da Freiheit, schlösserst du, wenn der Gehorsam mit Broten erkauft wird? Deine Antwort war, dass der Mensch nicht allein vom Brote lebe. Weißt du aber auch, dass im Namen gerade dieses irdischen Brotes der Geist der Erde sich gegen dich erheben, sich mit dir messen und dich besiegen wird, und dass alle Menschen ihm nachfolgen und ausrufen werden, wer gleicht diesem Tiere, so uns das Feuer vom Himmel gebracht hat. Weißt du auch, dass die Zeiten nicht ausbleiben werden, da den Menschen durch den Mund der Weisen verkündet werden wird, es gibt keine Verbrechen, es gibt auch keine Sünde, es gibt nur Menschen, die hungern. Mache sie zuerst satt, und dann verlange von ihnen die Tugend, das werden sie auf die Fahne schreiben, mit der sie gegen dich in den Kampf gehen und in deinen Tempel eindringen werden. Und anstelle dieses deines Tempels wird sich ein neues Gebäude, wird sich zum zweiten Male jener grauenhafte Turm von Babel erheben. Und wenn auch dieser neue genauso wie jener erste nicht zu Ende gebaut werden wird, du hättest es dazu gar nicht kommen lassen sollen, du hättest die Leiden der Menschheit um 1000 Jahre abkürzen können, denn siehst du, jetzt werden sie zu uns kommen, jetzt, nachdem sie sich 1000 Jahre mit ihrem Turm gequält haben. Sie werden uns abermals unter der Erde suchen, sie werden uns aus den Katakomben holen, denn von neuem werden wir verfolgt und gemartert werden, und uns, da sie uns gefunden, zurufen, macht uns satt, denn die, so uns das Feuer vom Himmel versprochen, waren Betrüger. So werden wir ihnen den Turm zu Ende bauen, denn der baut ihn auf, der die Menschen satt macht, und wir werden sie satt machen in deinem Namen, denn so wollen wir es dann sagen und lügen, dass es in deinem Namen geschehe. Niemals,
Zu keiner Zeit werden sie ohne uns den Hunger stillen. Nie wird ihnen eine Wissenschaft das Brot geben, solange sie frei bleiben, und das Ende wird sein, dass sie uns ihre Freiheit zu Füßen legen und zu uns reden werden. Macht uns, wenn es nicht anders geht, zu euren Knechten, aber macht uns satt. Sie werden endlich selber einsehen, dass die Freiheit und das Brot, beide zusammen, nicht denkbar sind, denn niemals werden die Menschen das Brot untereinander zu teilen verstehen. Zudem werden sie sich davon überzeugen, dass sie auch darum nicht frei sein können, weil sie kleinmütig, lasterhaft und nichtig sind und voll von Empörung stecken. Du hast ihnen das Himmelsbrot versprochen, aber ich wiederhole, kann dieses Himmelsbrot sich in den Augen eben dieses schwachen, ewig lasterhaften und ewig undankbaren Geschlechtes mit dem irdischen vergleichen? Und wenn dir auch im Namen des Himmelsbrotes Tausende und Zehntausende folgen, was geschieht aber mit den Millionen und Zehntausend Millionen von Schwachen, die nicht die Kraft haben, das irdische Brot von sich zu weisen und dafür das himmlische zu nehmen? Sprich, sind dir vielleicht nur die 10.000 Starken und Großen lieb, und sollen die Millionen, die zahllos wie der Sand am Meere und schwach sind, aber dich lieben, sollen diese nur Stoff sein in der Hand der Großen und Starken? Nein, uns sind auch die Schwachen lieb. Freilich sind sie Sünder und Empörer, aber schließlich werden sie doch den Gehorsam lernen. Und sie werden uns anstaunen und darum für Götter halten, weil wir, nunmehr die Herren, darin eingewilligt haben, die Freiheit, vor der sie zurückgeschreckt sind, auf uns zu nehmen und also die Herrschaft zu führen. So entsetzlich wird es für sie geworden sein, frei zu sein. Wir aber werden zu ihnen reden, dass wir dir gehorchen und in deinem Namen herrschen. Wir werden sie abermals betrügen, denn dich werden wir nun nicht mehr zu uns einlassen. In diesem Betrug wird auch unser Leiden liegen, denn wir werden zur Lüge gezwungen sein. Das war der Sinn der ersten Frage und Versuchung in der Wüste. Und du hast sie verworfen im Namen der Freiheit, die du höher stelltest als alle Güter der Erde. Und in dieser Frage war das große Geheimnis dieser Welt enthalten. Wenn du die Brote angenommen hättest, so würdest du damit auch eine Antwort gefunden haben auf die große, leidvolle Frage, die sich der einzelne Mensch nicht weniger als die ganze Menschheit ewig stellt, auf die Frage, wen sollen wir anbeten? Es gibt keine Sorge, die den freien Menschen so ununterbrochen quälte wie diese, das Wesen so schnell es geht zu suchen, vor dem er sich in Andacht verneigen könnte, denn der Mensch sehnt sich danach, ihn drängt es, das Ensedu beten, das unbedingt und zweifellos ist, damit auf diese Weise alle Menschen ohne Unterschied in diese Andacht einwilligten. Denn die Sorge dieser erbarmungswürdigen Geschöpfe liegt nicht darin, den Gegenstand zu suchen, vor dem ich oder ein anderer uns verneigten, sondern eben jenen, an den alle glaubten, und vor dem sie dann in die Knie senken, alle zusammen. Siehst du, dieses Verlangen nach gemeinsamer Anbetung peinigt den einzelnen Menschen ebenso wie die ganze Menschheit mehr denn jedes andere seit dem Beginne der Zeiten. Und darum, um der gemeinsamen Anbetung willen, rottet ein Volk das andere aus mit dem Schwerte, die Menschen schaffen sich Götter und rufen einander zu, werft die euren in den Staub und betet zu den unseren, sonst seid ihr und euer Gott des Todes. Und so wird es bis zum Ende der Welt sein, auch dann noch, wenn aus der Welt die Götter gewichen sind. Die Menschen werden dann vor Götzen in die Knie sinken. Du hast um dieses Geheimnis der menschlichen Natur gewusst, du musstest darum wissen, aber du hast das einzige Mittel und Zeichen von dir gewiesen, welches dir angeboten worden war, um die Menschen alle dazu zu bringen, sich vor dir in gemeinsamer Andacht zu verneigen, das Zeichen des irdischen Brotes.
Und du hast es verworfen im Namen der Freiheit und des himmlischen Brotes. Und höre zu, was du weiter tatest, und wiederum im Namen der Freiheit. Ich habe dir gesagt, der Mensch kenne keine quälendere Sorge als den ausfindig zu machen, dem er so schnell wie möglich jenes kostbare Geschenk der Freiheit zurückgeben könnte, mit dem dieses unselige Geschöpf in die Welt gesetzt worden ist. Aber nur der bemächtigt sich der Freiheit der Menschen, der ihr Gewissen beruhigt. Mit dem Brote ward dir die unbestrittene Macht über die Menschen geboten, gibst du Brot, so werden dich die Menschen anbeten, denn am Brote zweifelt niemand. Wenn aber zu gleicher Zeit einer sich ihrer Gewissen bemächtigt, ohne dass sie darum wüssten, o glaube mir, dann wird er auch dein Brot von sich werfen und dem nachfolgen, der sein Gewissen beruhigt. Darin hattest du recht, denn das Geheimnis des Menschenlebens liegt nicht allein darin, dass der Mensch lebe, sondern auch in dem Zweck, wofür er lebt. Ohne die zwingende, bedeutende Vorstellung eines Zweckes, für den er leben dürfe, vermag kein Mensch in das Leben selber einzuwilligen, und er wird sich eher das Leben nehmen, als dass er unter solchen Bedingungen auf der Erde verweilte, wenn auch rings um ihn alles zu Brot geworden wäre. Das ist die Wahrheit, aber was tatest du? Statt das Gewissen zu beherrschen, hast du es nur noch tiefer gemacht. Oder hast du vergessen, dass Ruhe, dass der Tod selber dem Menschen lieber sein als die freie Wahl zwischen Gut und Böse? Gewiss ist für ihn nichts so verführerisch wie die Gewissensfreiheit, nichts aber peinigt ihn auch mehr. Statt ihm nun ein für allemal feste Satzungen zu geben zu seiner Gewissensberuhigung, suchst du alles, was ungewöhnlich, rätselhaft und schwankend ist, wählst du alles, was über die Kräfte der Menschen geht, und handelst ganz wie einer, der die Menschen nicht liebt, du, der du gekommen warst, dein Leben für die Menschen zu lassen. Statt also dich der Freiheit der Menschen zu bemächtigen, hast du deren Grenzen nur erweitert und hast die Seele des Menschen für alle Zeiten mit neuem Leid überladen. Dein Wunsch war die freie Liebe des Menschen, frei sollte er dir nachfolgen, von dir gelockt und gefangen. Statt sich nach den alten harten Gesetzen zu richten, sollte der Mensch von nun an freien Herzens vor sich selber entscheiden, was gut und was böse sei, mit deinem Beispiel vor der Seele. Ist dir damals nie der Gedanke gekommen, dass der Mensch deine Wahrheit bestreiten und dein Beispiel verleugnen wird, wenn ihn deine Wahrheit mit einer solchen Last, wie es die Wahl zwischen Gut und Böse ist, drücken muss? Die Menschen werden es laut verkünden, endlich, dass die Wahrheit gar nicht in dir sei, denn es war nicht möglich, sie in ärgerer Qual und Not zu lassen, als du es tatest, da du ihnen nur Sorge und unauflösbare Rätsel auf Erden zurückließest. Auf solche Weise hast du selber den Grund gelegt zur Zerstörung deines Reiches, gib also niemand anderem mehr die Schuld daran. Es gibt drei Gewalten, drei, nicht mehr, auf Erden, die mächtig sind, für ewig das Gewissen dieser erbärmlichen Empörer zu unterjochen und zu knechten, zu ihrem Glück. Und diese drei Gewalten sind, das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast die eine und die andere und auch die dritte von dir gewiesen und den Menschen also ein Beispiel gegeben. Als der furchtbare und weise Geist dich auf die Zinnen des Tempels führte, sprach er zu dir, wenn du wissen willst, ob du der Sohn Gottes seist, so stürze dich von hier herab, denn es steht geschrieben, dass Engel dich auffangen und tragen werden und du nicht fallen noch deinen Leib zerschmettern wirst. Und also wirst du wissen, dass du Gottes Sohn bist, und wirst den Menschen für ewig zeigen, wie groß dein Glaube an den Vater im Himmel ist. Du aber, da du den bösen Geist also hörtest, wiesest diesen Antrag von dir und warfst dich nicht herab von den Zinnen des Tempels. O gewiss,
In diesem Augenblick warst du stolz und herrlich wie ein Gott, aber sage, sind auch die Menschen, dieses schwache Geschlecht von Empörern, Götter? Du wusstest damals, dass, so du nur einen Schritt machst, eine einzige Bewegung, um dich herabzustürzen, du Gott selber in Versuchung führen und deinen Glauben an ihn verlieren und deine Glieder an derselben Erde zerschmettern würdest, die du zu erlösen gekommen warst, und dass also der kluge Geist frohlocken würde, da er dich also verführt hatte. Aber ich wiederhole, gibt es viele so wie du. Konntest du auch nur den Augenblick lang annehmen, dass eine solche Versuchung nicht ganz und gar über die Kraft des Menschen ginge? Ist die menschliche Natur stark genug, dass sie das Wunder von sich weisen und in den furchtbaren Augenblicken des Lebens, in den Augenblicken der schrecklichsten und quälendsten Zweifel der Seele, allein stehen dürfe, allein mit dem freien Entschluss des Herzens? Du wusstest wohl, dass dein Sieg in den Büchern der Menschen aufbewahrt werden und bis ans Ende der Zeiten und bis an die letzten Grenzen der Erde gelangen würde, und deine Hoffnung war, dass auch der Mensch, indem er deinem Beispiel folgte, bei Gott ausharren und des Wunders nicht bedürfen würde. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch mit dem Wunder auch Gott verwerfen müsse, denn der Mensch sucht Gott nicht mit mehr Eifer, als er nach dem Wunder verlangt. Und weil der Mensch ohne Wunder zu bleiben nicht die Kraft hat, so wird er sich selber neue, eigene schaffen. Er wird an die Wunder von Zauberern und an die Hexenkünste alter Weiber glauben, wie gewaltig und kühn auch seine Empörung, seine Ketzerei und Gottlosigkeit sein mögen. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als sie dir, indem sie dir die Kleider vom Leibe rissen und dich verhöhnten, zuriefen: Steig vom Kreuz herab, und wir werden glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist deshalb nicht herabgestiegen, weil du wiederum die Menschen nicht mit dem Wunder knechten wolltest und dich nach dem Freien und nicht nach dem Wunder glauben dürstete. Du sehntest dich nach der freien Liebe und verwarfst das feige Entzücken der Sklaven vor der Macht. Aber du dachtest zu hoch von den Menschen, denn sie sind nun einmal Sklaven, wenn auch zur Empörung geschaffen. Blicke um dich und urteile selbst. 15 Jahrhunderte sind vergangen, komm, sieh dir die Menschen an, wen hast du da bis zu dir emporgehoben? Ich bezeuge es, der Mensch ist schwächer und niedriger, als du dachtest. Kann er wirklich alles das erfüllen, was du ihm gewiesen hast? Indem du also hoch von ihm dachtest, hast du wie einer gehandelt, der kein Mitleid mit ihm fühlt, da du allzu viel von ihm verlangtest und das tatest du, der du ihn mehr liebst als dich selber. Hättest du ihn niedriger eingeschätzt, so würdest du weniger von ihm verlangt haben, und es würde mehr der Liebe geglichen haben, denn die Bürde wäre leichter zu tragen gewesen. Er ist schwach, und er ist gemein. Was liegt schließlich daran, dass er sich allerorten jetzt gegen unsere Macht empört und sich darauf viel einbildet, dass er sich empört? Ich sage dir, es ist die Empörung von Kindern und Schulknaben, das sind kleine Kinder, die sich in der Klasse zusammenrotten und den Lehrer davonjagen. Doch diesem Jubeln der Kinder wird bald ein Ende gesetzt sein, und es wird sie teuer zu stehen kommen. Sie reißen die Tempel ein und begießen die Erde mit Blut, aber endlich werden sie es selber spüren, diese törichten Knaben, dass, wenn sie auch Empörer sind, ihre Empörung doch nur erbärmlich ist und dass sie selber ihre eigene Empörung nicht lange aushalten. So werden sie wie dumme Kinder zu heulen anfangen und einsehen, dass er, der sie zu Empörern geschaffen hat, sich ganz zweifellos über sie hatte lustig machen wollen. Sie werden es in ihrer Verzweiflung so aussprechen, und ihre Rede wird Gotteslästerung sein, um derentwillen sie noch unglücklicher sein werden.
Denn die menschliche Natur vermag Gotteslästerung nicht zu ertragen und straft sich schließlich selber dafür. Unruhe, Verwirrung und Unglück, da hast du das Los der gegenwärtigen Menschen nach allem, was du für deren Freiheit gelitten hast. Dein großer Prophet spricht in seinen Gesichten, dass er alle gesehen, die an der Auferstehung teilgenommen hätten, und dass es aus jedem Stamme 12.000 gewesen wären, aber wenn es nicht mehr sind, so waren sie eben nicht Menschen, sondern schon Götter. Sie haben dein Kreuz getragen, sie haben 10 Jahre in der hungernden und nackten Wüste gelebt und sich dort von Heuschrecken und Wurzeln genährt. Gewiss kannst du jetzt mit Stolz auf sie hinweisen, auf diese Kinder der Freiheit, der freien Liebe, des freien erhabenen Opfers in deinem Namen, doch vergiss nicht, dass ihrer nur einige tausend und dass sie Götter waren. Was geschieht aber mit den anderen, was haben dir die übrigen schwachen Menschen getan, dass sie das nicht aushielten, was die Starken zu tragen die Kraft hatten? Ist es die Schuld der schwachen Seele, dass sie nicht mächtig sei, so furchtbare Geschenke in sich zu fassen? Bist du nur zu den Auserwählten und ihretwegen geraden Weges vom Himmel heruntergestiegen? Wenn ja, so ist dies ein Geheimnis, das wir nicht zu begreifen vermögen. Und wenn es ein Geheimnis ist, so haben auch wir das Recht, das Geheimnis zu verkünden und sie zu lehren, dass nicht der freie Entschluss des Herzens und nicht die Liebe, sondern eben das Geheimnis entscheide, als welchem sie blind, ja gegen ihr eigenes Gewissen gehorchen sollten. Und so haben wir auch gehandelt. Wir haben deine Tat verbessert und sie auf dem Wunder, auf dem Geheimnis und auf der Autorität neu aufgebaut. Und die Menschen sind es froh, dass wir sie abermals führen wie eine Herde und dass wir aus ihren Herzen die furchtbare Gabe wieder stahlen, die ihnen so viel Qual gebracht hat. Sprich, haben wir recht gehandelt? Haben wir die Menschheit nicht geliebt, indem wir in Demut deren Schwäche erkannten und mit Liebe die Bürde leichter machten und die schwache Natur von der Sünde freisprachen? Warum bist du also gekommen, uns zu stören? Warum blickst du mich so still und durchdringend mit deinen sanften Augen an? Zürnst du mir dafür, dass ich deine Liebe nicht will, weil ich dich selber nicht liebe? Warum sollte ich es vor dir verheimlichen? Ich weiß ja nicht, zu wem ich rede, was ich dir zu sagen habe, das weißt du im Voraus, ich lese es in deinen Augen. Soll ich dir unser Geheimnis enthüllen? Vielleicht willst du es aus meinem Munde hören, so vernimm denn, wir sind nicht mit dir, sondern mit ihm, das ist unser Geheimnis. Schon lange sind wir nicht mit dir, sondern mit ihm, schon 8 Jahrhunderte. 8 Jahrhunderte ist es her, dass wir das von ihm annahmen, was du mit Zorn zurückgewiesen hast, jenes letzte Geschenk, das er dir anbot, indem er vor deinen Augen die Reiche der Erde entfaltete. Wir haben aus seiner Hand Rom und das Schwert Cäsars empfangen und uns für die Herren der Erde erklärt, die einzigen, wenn auch unser Werk bis jetzt noch nicht zu Ende geführt ist. Wer ist aber daran schuld? Oh, unser Werk ist noch in seinen Anfängen, aber es hat begonnen, noch lange müssen wir auf dessen Vollendung warten, und noch viel Leiden wird auf der Erde sein, aber wir werden es vollenden und die Herren der Erde sein, und dann erst wird die Zeit gekommen sein, dass wir an das allgemeine, ewige Glück der Menschen denken. Und doch hättest du damals schon das Schwert Cäsars an dich reißen können. Warum hast du auch dieses letzte Geschenk zurückgewiesen? Wärest du damals seinem Rate gefolgt, so würdest du alles gehabt haben, wonach den Menschen auf Erden verlangt, den Gott, den er anbeten, den Herrn, dem er sein Gewissen übergeben will, und den Weg und die Weise, wie sich die ganze Menschheit endgültig zu einem einzigen, einstimmigen Ameisenhaufen vereinen kann.
Denn dieses Verlangen nach weltumspannender Einheit ist die dritte und letzte Sorge des Menschen. Seit jeher ist das Streben der ganzen Menschheit die Welteinheit gewesen. Es hat viele große Völker gegeben mit großer Geschichte, aber je höher sie aufstiegen, umso glücklicher waren sie, denn umso stärker empfanden sie die Notwendigkeit der Einigung aller Völker. Die großen Heerführer, ein Timur und Chinggis Khan, sind wie ein Wirbelwind über die Erde dahingejagt und haben die Welt mit dem Schwerte zu erobern gesucht. Aber auch sie drückten, wenn auch unbewusst, denselben gewaltigen Drang der Menschheit nach dem Weltreich aus. Hättest du das Reich und den Purpur Cäsars damals angenommen, so würdest du das Weltenreich gegründet und der Welt ewigen Frieden gegeben haben. Wer soll denn über die Menschen herrschen, wenn nicht der, der ihr Gewissen unterjocht und in dessen Hand das Brot ist? Wir nun haben uns mit dem Schwerte Cäsars geirrtet und dich damit für alle Zeiten besiegt und sind ihm nachgefolgt. O gewiss, es werden noch Jahrhunderte des Missbrauchs der menschlichen Geisteskraft kommen, Jahrhunderte der Wissenschaft und Menschenfresserei, denn wenn sie ihren babylonischen Turm ohne uns zu Ende führen wollen, werden sie bei der Menschenfresserei aufhören. Dann aber wird das Tier zu uns gekrochen kommen und uns die Füße lecken und mit blutigen Tränen netzen. Und wir werden uns auf das Tier setzen und den Kelch hochheben, und auf diesem wird geschrieben stehen: Geheimnis. Aber dann erst und nicht früher wird für die Menschen das Reich des Friedens und des Glückes gekommen sein. Du bist stolz auf deine Auserwählten, denn du hast nur Auserwählte, wir aber werden allen Menschen Ruhe und Frieden bringen. Doch das ist noch nicht alles, vergiss nicht, gar viele von den Auserwählten, von den Starken, die da Auserwählte hätten werden können, sind des Wartens auf dein Kommen müde geworden und haben die Kraft ihres Geistes und die Glut ihres Herzens in ein fremdes Land gebracht und auf einen fremden Acker getragen und tragen es noch immer dorthin, so dass sie schließlich gegen dich die Fahne der Freiheit, die du selbst einst aufgerichtet hattest, aufpflanzen werden. Bei uns aber werden alle glücklich sein, alle ohne Unterschied. Und es wird keine Empörung mehr unter den Menschen herrschen, und sie werden sich nicht mehr gegenseitig das Schwert in den Leib stoßen, wie sie es in deinem freien Reiche immer getan haben. Wir werden sie davon überzeugen, dass sie nur dann frei sein können, wenn sie sich von ihrer Freiheit zu unseren Gunsten lossagen und uns sich ergeben. Werden wir recht damit tun oder werden wir lügen? Die Menschen selber werden davon überzeugt sein, dass wir Recht haben, denn sie werden es nie vergessen, zu welchen Schrecknissen der Knechtschaft und Erniedrigung deine Freiheit sie geführt hat. Die Freiheit, der freie Geist, die freie Wissenschaft werden sie vor solche Abgründe bringen und vor solche Wunder und unenthüllbare Geheimnisse stellen, dass die einen, die Unruhigen und Unbändigen, sich das Leben nehmen, dass die anderen, die wohl unruhig, aber schwach sind, sich gegenseitig töten werden, die übrigen aber, die Demütigen und Unglücklichen, die werden zu uns gekrochen kommen und zu uns reden: Ja, ihr hattet recht, ihr allein seid die Herren des Geheimnisses, und wir kehren zu euch zurück, rettet uns vor uns selber. Da sie aus unseren Händen das Brot empfangen, werden sie natürlich sehr gut wissen, dass wir nur ihr mit eigenen Händen erworbenes Brot genommen haben und jetzt unter sie verteilen, ohne jedes Wunder. Sie werden keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, dass wir durchaus nicht Steine in Brot verwandelt haben. Aber wahrlich mehr noch als über diese Brote werden sie sich darüber freuen, dass sie es aus unseren Händen haben. Denn nur zu gut werden sie sich dessen erinnern, dass früher, ohne uns, in ihren Händen das Brot sich in Steine verwandelt hatte, dass jetzt aber, da sie zu uns zurückgekehrt sind, die Steine zu Broten würden. Zu gut werden sie es zu würdigen wissen, zu gut,
sage ich, was es heißt, sich für immer zu unterwerfen. Denn solange die Menschen das nicht begreifen, werden sie unglücklich sein. Wer vor allen aber hat sie dazu befähigt, das nicht zu begreifen? Wer hat die Herde zerstückt und auf unbekannten Wegen zerstreut? Antworte. Doch die Herde wird sich von neuem sammeln und von neuem beruhigen und von da an für immer. Wir werden ihnen das stille Glück, den Frieden der schwächlichen Menschen geben, zu dem sie auch geschaffen sind, wir werden sie davon überzeugen, dass Stolz und Übermut zu nichts taugen, denn du hast sie über sich selber gehoben und sie also den Hochmut gelehrt, wir werden ihnen beweisen, dass sie Schwächlinge, dass sie kleine klagende Kinder seien, dass aber kein Glück so süß sei wie eben das Glück der Kinder. Sie werden zaghaft werden und zu uns hinaufblicken und sich an uns schmiegen in ihrer Furcht wie die Küchlein an die Henne. Und sie werden uns anstaunen und Angst haben vor uns und doch stolz darauf sein, dass wir so mächtig und so klug seien und dass wir es verstanden haben, die aufrührerische Herde zu bändigen. Sie werden ohnmächtig vor unserem Zorn zittern, ihr Geist wird zaghaft werden, und ihre Augen werden sich mit Tränen füllen wie die Augen der Kinder und Weiber, aber leicht werden sie auf einen Wink von uns zur Heiterkeit und zum Lachen übergehen, zu heller Freude und glückseligen Kinderliedern. Gewiss, auch wir werden sie zur Arbeit anhalten, aber in den arbeitsfreien Stunden werden wir ihnen das Leben wie ein Kinderspiel gestalten, mit Kinderliedern, Kinderchören und unschuldigen Tänzen. Wir werden sie von ihren Sünden lossprechen, denn sie sind schwach und erbärmlich, und sie werden uns lieben wie Kinder dafür, dass wir ihnen die Sünde erlauben. Wir werden ihnen sagen, dass jede Sünde ihnen abgekauft wird, wenn sie mit unserer Erlaubnis geschah, und wir werden ihnen darum zu sündigen erlauben, weil wir sie lieben, die Strafe aber für ihre Sünden werden wir auf uns nehmen. So wird es sein. Wir werden selber die Sünde tragen, und sie werden uns verehren als ihre Wohltäter, weil wir vor Gott ihre Sünden auf uns nehmen. Sie werden kein Geheimnis vor uns haben, wir werden ihnen bald erlauben, bald verbieten, mit ihren Frauen oder Geliebten zu leben, Kinder zu haben oder nicht, es wird alles von ihrem Gehorsam abhängen, und sie werden sich unserem Willen mit Freude und Entzücken ergeben. Auch die quälendsten Geheimnisse ihres Gewissens alles, alles werden sie uns bringen, und wir werden sie davon befreien, und sie werden unserer Entscheidung frohen Herzens glauben, weil diese sie von dem großen Kummer und der Qual der persönlichen und freien Entscheidung entbunden hat. Alle werden sie glücklich sein, alle diese Millionen von Untertanen, alle mit Ausnahme von den Hunderttausenden, die über sie herrschen, denn wir, die wir das Geheimnis bewahren, wir allein werden unglücklich sein. Es wird 1000 Millionen glückliche Kinder geben und 100.000 Märtyrer, die da auf sich genommen haben die verfluchte Erkenntnis des Guten und Bösen. In Frieden werden sie sterben, Stille verlöschen, mit deinem Namen auf den Lippen, und jenseits des Grabes nur den Tod finden. Wir aber werden das Geheimnis hüten und zu ihrem Heil sie locken zu himmlischer ewiger Belohnung. Denn selbst, wenn es dort oben etwas wie Belohnung gäbe, so wäre es doch nicht für solche wie sie. Es heißt und wurde verkündet, dass du wiederkommen und von neuem siegen, dass du mit deinen Auserwählten, mit den Stolzen und Starken kommen wirst. Nun, so werden wir erklären, dass sie sich selber, wir aber alle erlöst haben. Es heißt, dass die Bullerin, die auf dem Tiere sitzt und in ihren Händen das Geheimnis hält, beschimpft werden wird, dass von neuem die Schwächlinge sich empören werden, dass sie den Purpur zerreißen und den schamlosen Körper des Weibes entblößen werden, dann aber werde ich mich erheben und dir die 1000 Millionen glücklicher Kinder zeigen, die nichts von Sünde wissen. Und wir,
die wir die Sünde zu deren Glück auf uns genommen haben, wir werden uns vor dir erheben und sagen, richte uns, wenn du es kannst und wagst. Wisse, dass ich dich nicht fürchte, wisse, dass auch ich in der Wüste gelebt habe und mich dort von Heuschrecken und Wurzeln genährt habe, dass auch ich die Freiheit gesegnet habe, mit der du die Menschen gesegnet hast, dass auch ich mich vorbereitet hatte, unter die Auserwählten zu treten, unter die Stolzen und Starken, dürstend, dass die Zahl voll werde. Doch ich bin erwacht und wollte dir nicht mehr mit dem Wahnsinn dienen, ich bin umgekehrt und habe mich der Schar derer angeschlossen, die deine Tat verbessern wollten. Ich bin aus der Reihe der Stolzen ausgeschieden und bin zurückgekehrt zu denen, die sich gedemütigt haben zum Heile der Sterblichen. Das, was ich zu dir gesprochen habe, wird sein, und unser Reich wird gegründet werden. Ich wiederhole dir, morgen wirst du selber die gehorsame Schar sehen, die auf den ersten Wink meiner Hand sich zum Scheiterhaufen stürzen wird, um die Kohlen zu schüren, auf welchen du dafür brennen sollst, dass du gekommen bist, uns zu stören, denn wenn jemand lebt, der mehr als alle Ketzer unseren Scheiterhaufen verdient, so bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen. Da der Inquisitor seine Rede beendet hat, wartet er, dass der Gefangene ihm antworte, denn dass dieser schweigt, bedrückt ihn. Er sieht, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit über aufmerksam zuhört und ihm dabei gerade ins Auge sieht, ohne dass er auch nur im geringsten den Wunsch verriete, ihm zu erwidern. Der Greis möchte, dass er ihm ein Wort nur sagte, ein stolzes meinetwegen, ein furchtbares. Doch er steht plötzlich auf, tritt an den Greis heran und küsst ihn sanft auf dessen blutlose Lippen. Das war seine Antwort. Der Greis erbebt. Seine Mundwinkel bewegen sich. Er geht zur Tür, öffnet sie und spricht zu ihm, gehe hinaus und kehre nicht wieder, kehre nie wieder, nie, nie. Er lässt ihn hinaus auf die dunklen, schweigenden Plätze der Stadt. Der Gefangene geht hinaus. Not auf seiner ersten Reise nach dem Westen kam Dostojewski auch nach Rom, wo ihn weder das Altertum noch das sich bildende Thürseregno, sondern einzig und allein die Peterskirche und der Vatikan interessierten. In einem Briefe an seinen Bruder berichtet er davon. Auf diesen ihn tief erschütternden Eindruck mag der Großinquisitor historisch zurückgeführt werden. Im Wesentlichen ist der Großinquisitor jedoch die ganze Dichtung, der große Gedanke Dostojewskis, in eine Parabel gebracht, der Kampf der mechanischen Welt, als deren sublimster Ausdruck Dostojewski der Katholizismus erscheint, gegen den Geist, gegen Christus. Alle großen Christen der neueren Zeit, Pascal, Goethe, William Blake, Kierkegaard haben wie Dostojewski gefühlt, was den russischen Dichter jedoch unterscheidet, ist, dass in dem Kampf, wie er ihn sieht, beide Recht haben, der Kardinal-Großinquisitor und Christus, und nicht nur Christus allein wie bei Pascal, bei Goethe, bei Kierkegaard. Dostojewski löst, vielmehr setzt den Konflikt nicht als Fanatiker, als Theologe oder Raisonneur, nicht als Rechtender und Klagender, sondern als Dramatiker, das heißt, er legt ihn in die Seele des Dichters der Erzählung selber, in die tiefe, leidende, verzweifelnde Seele Iwan Karamasows. Und das ist das Russische, das Neue, das Übereuropäische an dieser unsterblichen Erzählung, die sicherlich den großen Gedanken des Christentums noch einmal denkt wie keine andere im 19. Jahrhundert. RK ... End of the Project Gutenberg E-Book Der Großinquisitor ... Updated Editions will replace the previous one. The old editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this lick and the, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark LCTNIC works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark lick and the, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark lick and the is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative IV works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark lick and the, especially commercial redistribution. Start. Full license the full Project Gutenberg license please this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of LCTNIC works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark lick and the available with this file or online at www.gutenberg.org/lick-and-the. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark LCTNIC Works 1a. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark LCTNIC Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this lick and the and intellectual property, trademark copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark LCTNIC works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark LCTNIC work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an LCTNIC work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark LCTNIC works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark LCTNIC works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark LCTNIC works. See paragraph 1e below. 1c. The Project Gutenberg Library Archive Foundation, the Foundation of GLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark LCTNIC works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative IV works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently in a for any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1e2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1e1 through 1e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1e8 or 1e9. 1e3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1e1 through 1e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1e4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed,
Markup, non-proprietarior proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format as a sample in vanilla ASCII or as a format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or ASA form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1e1. 1e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1e8 or 1e9. 1e8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark licensing works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the licensing work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1e9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark licensing work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in Section 3 below. 1f1f1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark licensing works and the medium on which they may be stored, may contain deficits, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a deficit IV or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.
1F2. Limited war RRNTY, DESC Lime of Damages except for the right of replacement or refund described in Paragraph 1F3, the Project Gutenberg Library Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to the protected in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and ANY distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of ANY kind, express or EMP lead, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for ANY purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats able by the widest variety of computers including obsolete, old, mittelalter and new computers.
It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to rehing Project Gutenberg trademark, as goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Library Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Library Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Library Archive Foundation. The Project Gutenberg Library Archive Foundation is a non-profit 501c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's annual federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Library Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596-1887. E-Mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4 Information about donations to the Project Gutenberg Library Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of inserting the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paper worker and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg webpages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate.
Section 5. Generalinformation about Project Gutenberg Trademark Elicitenic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of Elicitenic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MindPG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Library Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. Der Großinquisitor nutzt the full Project Gutenberg License 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 9, 3, 5, 3, 7, 3, 8.